Servus Leute, grüßt euch und herzlich willkommen zu Lost Tape Episode 2. Und dass es überhaupt eine Episode 2 gibt nach Episode 1, ist euch zu verdanken. Und genau so stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir einen Austausch vor, eine Community vor und eine Auseinandersetzung mit Content. Und so entsteht Content auch. Also auch in Bezug zum Q&A zum Beispiel, wie plane ich meine Videos. Das hier hätte es ohne euch nicht gegeben. Denn ich hatte dieses Video, dieses ominöse Video, auch bei mir auf der Toilette gemacht und dachte mir, was machst du damit? Eigentlich ist das zu wertvoll, um das einfach zu löschen, aber irgendwie entspricht das nicht der Qualität. Und dann macht man ein Format draus und nennt das Lost Tapes. So, und das finde ich eigentlich eine coole Idee, aber es ist nichts wert ohne eure Meinung dazu. Und ihr habt mir gesagt, ey, cool, genau sowas stelle ich mir vor, authentisch, einfach, one take, deine Gedanken, so wie du so gerade im Kopf bekommst, einfach mal raushauen und erzählen. Und das hat mich unheimlich gefreut über die ganzen Zuschriften, Resonanzen, die ich bekommen habe. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann dachte ich mir doch, okay, dann mache ich das. Und mir geht es ganz oft so, dass ich Zuschauerfragen bekomme oder Kommentare lese und dann in Alltagssituationen, wo auch immer, ob es auf der Toilette, im Auto oder sonst irgendwo ist, mir einfach Gedanken in den Kopf kommen, die ich am liebsten mir aufschreiben möchte. Und ich habe mir angewöhnt, es eben reinzusprechen. Und so ist es wieder dazu gekommen. Diesmal war der ausschlaggebende Punkt eine Kommunikation und ein Gespräch mit einer Zuschauerin, liebe Grüße an der Stelle, wo wir darüber gesprochen haben, wie Missverständnisse zwischen Panik-Angst-Patienten und Angehörigen entstehen. Nicht im Umgang unbedingt, aber vom Verständnis her. Denn das Umfeld reagiert oft oder beurteilt oft den Angst- und Angststörungs- und Panikpatienten rationell, logisch. Und das ist auch verständlich. Und sinnbildlich für dieses Missverständnis, denn der Angststörungsbetroffene ist ja auf der emotionalen Gefühlsebene und nicht auf der rationellen Ebene. Da weiß er ja auch, dass das nicht logisch ist, das Ganze. So, und dieses Sinnbild für dieses Missverständnis hat sich für mich in meinem bisherigen Leben in einem Satz quasi kanalisiert, den ich immer wieder gehört habe. Und dieser Satz war gewesen, mach dir nicht so viele Gedanken. Und den kennt ihr bestimmt alle. Und was mir zu diesem Satz eingefallen ist und warum dieser Satz so viel Missverständnisse auf mehreren Ebenen mit sich trägt und was mir dazu alles eingefallen ist, das habe ich mal im Auto reingesprochen. Wieder One Take, wie ihr es gewohnt seid vom ersten Tape. Sagt mir mal eure Meinung dazu, wie ihr darüber denkt, wie ihr das Video fandet. Gebt mir ein Like. Und ich denke, ich werde diesen Sendeplatz mittwochs beibehalten. Ich werde ihn nicht jeden Tag, also ihn jeden Mittwoch bespielen können. Das schaffe ich wahrscheinlich zeitlich nicht. Aber hin und wieder wird es mittwochs immer wieder Lost Tapes geben. Und wenn ihr mal Stein des Anstoßes sein wollt, dann stellt ihr mir doch mal eine Frage mit dem Hashtag Lost Tape. Und wenn ich die Zeit habe und Gedanken dazu habe, nehme ich das vielleicht mal auf. Und vielleicht gibt es dann eine Antwort von mir auf eure Frage oder auf euren Gedanken, wo ich wo mir was dazu eingefallen ist und wo ich mal was aufgenommen habe. Und so soll das Ganze entstehen, im Austausch mit euch. Ihr stößt was an, es löst was bei mir aus, ich nehme es auf und dann One Take Lost Tape. Das soll das Prinzip sein. Ansonsten halte ich das Intro kurz. Ich habe es eh schon viel zu lang gemacht, meine Lieben. Es tut mir leid. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund. In Südhessen sagt man Gude. Bis dann. Ciao. Servus, Leute. Ich habe gestern eine interessante Unterhaltung gehabt über das Thema Angststörung, Panikattacken, Depressionen. Und unter anderem ging es darum, dass wir darüber gesprochen haben, dass Angehörige, wenn sie über dieses Thema sprechen, sich damit konfrontiert sehen und einen beobachten oder zuhören, oft an dieses Thema sehr rational dran gehen. Also logisch, mit gesundem Menschenverstand, mit guter Intuition logischerweise und auch helfen wollend. Ja? Also meistens gehe ich erstmal davon aus, dass das so ist, klar. Und aus dieser rationellen Beobachtung. Man beobachtet den anderen und merkt, dass er Ängste hat, dass er Angst hat vor Situationen, vor Panikattacken, vor irgendetwas halt, ne, und sich Sorgen macht. Ja. Und
dann kommen oft gut gemeinte Ratschläge dabei raus. Und ein Satz, der ist mir so prägnant im Kopf, den habe ich in meinem Leben schon so oft gehört. Mittlerweile kann ich ihn nicht mehr hören, obwohl ich weiß, dass er immer gut gemeint ist und aus Unwissenheit herrührt. Und den hat bestimmt jeder schon einmal gehört. Und das ist der Satz: Mach dir nicht so viel Gedanken. Und ich weiß, dass das gut gemeint ist, klar. Und der andere beobachtet ja nur, oh, der andere macht sich viel Gedanken, daraus resultieren Sorgen, ne? So reimt man sich das zusammen, so denkt man sich das in seinem rationellen, logischen Verstand. Und deswegen ergibt es dann in dem Moment für denjenigen, der das rät, auch Sinn. Denn wenn der andere sich keine Gedanken macht, das schließt man ja daraus, dann hat er keine Sorgen, keine Ängste, weil er dann an was anderes denkt oder an gar nichts denkt. Das funktioniert jedoch überhaupt gar nicht. Denn der entscheidende Fehler bei dieser Sache ist, dass rationelles, logisches Denken und Gefühle auf zwei unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Und das wollte ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen und erklären. Gerade an diejenigen, die das gerne mal sagen und das nicht verstehen. Und vielleicht auch mal ein Beispiel an der Stelle, damit ihr das vielleicht besser versteht. Jeder Mensch, sonst wäre er kein Mensch, hat schon mal das Erlebnis gehabt, dass er rationell in einer Situation wusste, wie sie zu bewerten ist, wie sie gemeint ist und wie sie in der logischen Konsequenz quasi zu da durchzugehen ist durch diese Situation. Und trotzdem hat er emotional das nicht gespürt. Also er hat in einer Lage, wo keine Bedrohung da war, sich angegriffen gefühlt. In dem Moment, wo jemand ihm nichts Böses wollte, wurde er sauer. Jeder kennt das. Oder ganz andere banale Sachen vielleicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen Horrorfilm gesehen habt, irgendwas Gruseliges, und dann geht ihr in den Keller. Dann wisst ihr auch rationell, ja, da kommt jetzt kein Massenmörder mit der Kettensäge. So, aber die Bilder sind, also, ne, ihr versteht, es kennt doch jeder, und dann geht ihr in den Keller und dann, bisschen komisch. Beim anderen ein bisschen mehr, beim anderen weniger, darum geht's gar nicht, aber es geht grundsätzlich darum, dass ihr es wisst, rationell, aber auf der Gefühlsebene was anderes passiert. Das heißt, ihr könnt Gefühle nicht anordnen bei euch. Ihr könnt sie nicht anordnen. Das geht nicht. Ja, und genauso kann es der andere auch nicht. Das geht eben nicht. Und dieser Satz, mach dir nicht so viel Gedanken, ist für mich Sinnbild geworden, zwischen diesem Missverständnis aus Betroffenen, die aus der Gefühlsebene eben, also in der Gefühlsebene ein Problem haben mit sich, und aus Partnern, Beobachtern und Leuten, die das sich rationell erklären wollen. Da kommt immer so ein dieses Riesenmissverständnis, und ich versuche das vielleicht noch deutlicher zu erklären für die Leute, die da rationell dran gehen, ne? Also ich versuche das Ding, was die Leute mit sich rumschleppen, die Panikattacken, Depressionen haben, Ängste in sich tragen und quasi sich nicht so viel Gedanken machen sollen, augenscheinlich, ne? Weil es dann ja quasi gelöst ist. Das versuche ich jetzt mal zu übersetzen, eine Situation an jeden Menschen, der das alles nicht hat, keine Ängste, keine Depressionen, Panikattacken, und versuche mal ein Beispiel zu bringen in der rationellen Welt, was das heißen würde. Das würde zum Beispiel Folgendes heißen. Stellt euch vor, ihr habt fahrt mit eurem Auto nach Hause, und kurz bevor ihr parkt, zeigt euer Auto an: Achtung, Motor zu heiß, Motor irgendwas, rote Lampe, Werkstatt aufsuchen, sofort Werkstatt aufsuchen. Und ihr stellt das Auto ab. Und dann geht ihr nach Hause und seid in Gedanken, denkt euch: Verdammt, was ist mit dem Auto los? Ihr googelt vielleicht Problem und gebt eure Automarke ein, guckt in Foren, macht euch überlegt, und irgendwann sagt euch der Partner: Was machst du denn da die ganze Zeit? Ja, ich habe ein Problem, ich habe mit dem Auto irgendwas und das Motor und so, und unglücklicherweise habt ihr morgen noch einen Termin, das heißt, ihr braucht morgen ein funktionierendes Auto. Genauso wie der Angst- und Panikpatient morgen sich selber funktionieren braucht, weil er auf die Arbeit muss oder in den Supermarkt gehen muss, und da muss er funktionieren. Aber der Körper zeigt ja mit Symptomen, vielleicht in dieser Situation zu Hause, an, dass irgendwas ist. Das ist sein Motor. Das ist mein Motor, ne? So habe ich mich oft gefühlt, wo ich nicht weiß, ob er funktioniert. So, und wenn ihr morgen losfahren wollt, egal ob ihr einen Termin habt oder nicht, dann ist es ja noch schlimmer. Dann wisst ihr ja nicht, was passiert. Macht euch Gedanken. Und dann sagt der andere zu euch: Macht ihr doch nicht so viel Gedanken. Macht das Sinn? Also klar macht das Sinn, weil in dem Moment macht ihr euch ja Sorgen, was mit eurem Auto ist. Ist ja klar, das ist ja schon mal logisch.
Und klar ist es auch, dass ihr euch keine Sorgen mehr macht um das Auto, wenn ihr euch sagt, es kann ja in dem Moment funktionieren, dass ihr sagt, ich mache mir jetzt keine Gedanken. Und dann lenkt man sich ja meistens bewusst ab, anders geht es ja nicht. Das heißt, was ihr auch immer ihr macht, ihr lest ein Buch, ihr guckt Netflix irgendwie und dann sind eure Gedanken, vielleicht schafft ihr es sogar, eure Gedanken voll darauf zu fokussieren, dass ihr das Thema für den Moment vergesst. Und klar, macht ihr euch dann keine Sorgen. Aber ist das jetzt eine Lösung für euer Problem? Natürlich nicht. Natürlich nicht so. Also ich habe das nie geschafft, wenn ich mir mal keine Gedanken gemacht habe, diese Sorge vor der nächsten Panikattacke, diese Sorge vor dem nächsten Termin, morgen auf die Arbeit zu gehen, in den Supermarkt zu gehen, zu Freunden zu fahren, eine soziale Situation zu erleben und nicht zu wissen, funktioniere ich da? Kommen die Ängste hoch? Kommt die Panikattacke? Wie fühle ich mich denn da? Habe ich Angstsymptome? Habe ich die Realisation? Habe ich irgendwas? Ich konnte das nie gänzlich abstreifen, so dieses vollkommen abgelenkt zu sein und dann mich aber auch fallen lassen zu können, weil ein Problem gelöst ist. Sobald ihr aufhört, euch abzulenken, sobald ihr aufhört, in dem zu versinken, wo ihr gerade versunken seid, Netflix oder etc. pp., sobald das weg ist, kommt der Gedanke ja sofort wieder, berechtigterweise, weil eure Symptomatik euch ja auch auf ein Werkstatt aufsuchen, Problem aufmerksam machen. Wenn ihr eine Panikattacke habt, wiederkehrende Panikattacken habt, Ängste habt, ist das sinnbildlich ja nichts anderes, wie wie das Auto sagt, ey, du musst zur Werkstatt fahren, weil da stimmt gerade was nicht mit dem Motor. Und natürlich sind die Gründe für diese ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, Panikattacken, Ängste, Depressionen und so, individuell. Das ist klar. Das ist bei jedem Menschen anders, ne? Das habe ich schon öfter erklärt. Da muss man sein Thema finden und so, ne? Das ist logisch. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, muss sich damit auseinandersetzen und muss zu seiner Werkstatt fahren. Also zu einem Arzt, zu einem Psychotherapeuten. Das habe ich in anderen Videos erklärt. Man muss sich damit auseinandersetzen, daran arbeiten und das lösen. Man muss also gucken, was ist mit dem Motor? Warum ist der so heiß? Habe ich zu viel Stress? Bin ich überbelastet? Mache ich ja Sachen gegen mich? Kann ich nicht Nein sagen? Habe ich vielleicht eine Stelle, eine Arbeitsstelle, die mir überhaupt nicht gut tut, aber ich muss sie machen, weil ich Geld verdienen muss? Ist ja auch berechtigt. So, man muss ja Geld verdienen. Toxisches Umfeld. Habe ich einen Scheißchef, der mich jeden Tag behandelt wie einen Haufen Scheiße? Und das geht mir auf den Sack. Aber ich kann nicht sagen, Alter, halt deine Schnauze, weil ich von ihm abhängig bin. Deswegen stecke ich die ganze Zeit zurück. Verrate mich selber und schlucke herunter. Und schlucke herunter. Und schlucke herunter. Und irgendwann habe ich Panikattacken. Und ich weiß eigentlich, woher sie kommen. Versteht ihr? Und um nochmal diese Metapher zu beenden. Also es ist ja wohl klar, dass ihr nie abschalten könnt, solange ihr wisst, okay, mein Auto hat ein Problem und ich brauche das Auto ja irgendwann. Also vielleicht morgen, vielleicht die nächsten Tage, ist es egal, ich brauche das Auto. Und ich kann doch nicht drauf spekulieren. Ich mache die Zündung ein, ja, was passiert dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht fährt es noch 5 Meter, vielleicht fährt es den ganzen Tag, vielleicht fährt es noch eine Woche, vielleicht ist es sofort tot. Und dann, wie hoch sind die Reparaturkosten? Wie lange dauert das Ganze? Wie lange dauert die Therapie? Geht das schnell? Was macht man dann am besten? Man googelt in Foren. Okay, man googelt in Foren. Was ist denn mit dem Motor, wenn mit dem Motor das ist? Was ist denn, vielleicht sind es nur die Zündkerzen, okay. Aber vielleicht ist der ganze Motor am Arsch. Was kostet Motorwechsel bei meinem Auto? Oder vielleicht sollte ich mir ein komplett neues Auto kaufen. Was kostet eigentlich ein neues Auto heutzutage? Was kostet eigentlich Leasing? Also so viele Themen, mit denen man sich auf einmal total beschäftigt. Was ja auch Sinn macht dann teilweise. Ne? Man darf sich da drin auch nicht irgendwie verlieren. Ja? Das kann man auch. Sehr leicht. Aber genau dasselbe, nichts anderes geht in den Panik-, Angststörungs-, Depressionspatienten vor. Burnout, Stress, egal was es ist. Nichts anderes. Er merkt, er funktioniert nicht mehr. Aufgrund individueller Themen, Stress. Er hat keine Energie mehr. Er schafft es nicht mehr. Er kann nicht mehr. Er hat Angst, er hat Panik. Und er hat Angst in Situationen, dass die Panik und die Angst wiederkommt. Genauso wie mit dem Auto. Sollen sich jetzt keine Gedanken darüber zu machen, ist ja fatal. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Also erstmal diese Übersetzung, habt ihr hoffentlich verstanden, vom Gefühlsmäßigen ins Rationelle, was da passiert, warum diese Gedanken die ganze Zeit da sind, weil das Problem gelöst werden muss. Es muss ja gelöst werden.
Und die Lösung ist nicht, Roulette zu spielen. Was ist denn im Supermarkt? Und die Lösung ist auch nicht, wenn man sich mir keine Gedanken macht, dann kommt es im Supermarkt nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt. Keine Gedanken sich zu machen, hat nichts mit der Gefühlsebene zu tun. Rationelles zu verstehen, hat nichts damit zu tun, dass die Gefühle nicht kommen. Nichts miteinander zu tun. Ich kann das nicht anordnen. Es geht einfach nicht. Das muss man verstehen. Und das nächste, der nächste Punkt wäre, dass die Leute, die das sagen, denken, sie würden helfen. Das ist aber in allermeisten Fällen kontraproduktiv. Denn ich sage demjenigen ja, denk nicht daran. Und damit sage ich ihm, setz dich nicht damit auseinander. Und meistens sind damit gute Dinge gemeint. Das heißt, versinke nicht in deinen Ängsten. Mal dir die Situation nicht zu schwarz, es wird schon gut werden. Also ich versuche ihn auf eine gute Bahn zu bringen. Ich versuche ihn gefühlsmäßig die Angst scheinbar zu nehmen, was ich aber nicht kann. Weil derjenige weiß ja, dass er das nicht steuern kann mit den Panikattacken zum Beispiel. Ne? Die Ängste. Oder ja, vielleicht nur bedingt steuern kann. Ne? Mit der Zeit lernt man ja sich ein bisschen kennen und weiß, wo vielleicht Grenzen sind, was Triggerpunkte sind und sowas. Ne? Von daher kann man das vielleicht so gefühlt ein bisschen schon. Aber es ist der falsche Weg, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Es ist kontraproduktiv und man ignoriert damit das Problem vom anderen und man sagt ihm auch noch, setz dich damit nicht auseinander. Ich gehe nicht davon aus, dass die Menschen zwangsläufig ignorant sein wollen. Sie meinen es meistens gut und sie wollen auch am liebsten eine schnelle Lösung und denken, mit mach dir keine Gedanken, ist das Problem weg. Nee. Wenn ich das Autoschlüssel anmache, steht da immer noch. Bitte in die Werkstatt fahren, Motor zu heiß. So. Das Problem ist noch da. Und die nächste Situation kommt, wo ich es auch spüre. Deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen. Was die meisten Leute wahrscheinlich meinen, und das wollte ich sagen, ist das Entscheidende. Mach dir die richtigen Gedanken. So, weil man kann sich natürlich darin verlieren, in einer Hypochondrie-Spirale geraten. Das habe ich auch tausend zu tausendfach gemacht. Ich habe alle möglichen Symptome gegoogelt. Und hey, es ist nicht nur das, dass dann kommt, du hast Krebs oder so, dieses typische Dings. Ja, das kann auch kommen, aber das meine ich an der Stelle nicht. Ne? Ich meine, dass man dann seinen Körper absucht, mehr beobachtet. Ne? Also, dass man Ängste noch mehr, Symptome noch mehr triggert, indem man in seinen Körper so reinhorcht und sich unsicher ist und sowas. Ne? Also, das ist natürlich destruktiv, kontraproduktiv. Das sollte man nicht machen, das ist klar. Man will an eine Lösung kommen, aber das ist der falsche Weg. Man sollte sich die Frage stellen, woher kommen die Symptome? Das kann tiefgründige Gründe haben, hat es meistens auch. Also mit Prägung, ne? Bin ich ein Perfektionist? Habe ich zu hohe Ansprüche an mich selber? Kann ich nicht Nein sagen? Kann ich mich nicht abgrenzen? Will ich jedem gefallen? Habe ich immer Angst, was andere über mich denken? Lebe ich nur, um dem Außen Genüge zu tun und mit mich selber verrate ich die ganze Zeit, verbrenne mich, schluck die ganze Zeit runter, lebe eigentlich in einem Umfeld, in dem ich gar nicht leben möchte, schon seit Jahren und ändere es nicht. Tausend Dinge könnte das haben. Es könnte jetzt tausend Situationen sein. Und damit soll man sich auseinandersetzen. Das ist der richtige Ansatz. Das Problem ist, dass das meistens nicht so naheliegend ist. Also wenn man heute eine Angstattacke hat oder so, dann ist sie heute da. So. Und dann schließt man erstmal vielleicht eine naheliegende Situation, verknüpft man damit. Ne? Ich habe jetzt eine Panikattacke gehabt. Kann was Willkürliches sein. Ich war im Supermarkt. Daraus kann ich schließen, dass ich im Supermarkt jetzt Angst habe vor dem Supermarkt oder sowas, aber das ist es ja meistens nicht. Ne? Das ist der große Fehler, den man meistens macht, dass man die Situation mit der Angst verbindet. Ne? Das ist ja meistens, also es sei denn, man hat eine Sozialphobie oder Klaustro, da gibt es noch so natürlich Sachen, die damit einspielen können, aber meistens ist das nicht der Moment. Es kanalisiert sich dann halt irgendwann mal. Es ist dann aber meistens Zufall, dass es gerade die Situation ist. Deswegen darf man sich da nicht zu sehr drin verlieren, was eine Situation ist jetzt genau war. Es kann ein Hinweis auf Dinge sein, muss es aber nicht. Es könnte total willkürlich sein. Ich habe meine erste Panikattacke gehabt. Das war willkürlich. Da saß ich im Auto auf dem Beifahrersitz oder so. Das war gar nicht die erste. Das spielt ja keine Rolle. Ich will damit nur sagen, dass man da nicht zu viel Verknüpfung drin sehen
Sollte erstmal. Wenn sich das immer in derselben Situation wiederholt, dann ist es natürlich ein deutliches Anzeichen dafür, dass es was damit zu tun hat. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht der Fall. Sondern es sind tiefergründige Sachen und Lebensumstände. Das sind meistens diese Dinge. Und damit sollte man sich auseinandersetzen. Das heißt, wenn ihr den Leuten helfen wollt, versucht mit ihnen nicht zu sagen, macht ihr keine Gedanken, sondern macht die Gedanken. Natürlich, macht ihr Gedanken. Aber macht ihr die richtigen Gedanken. Und dann versucht ihnen zu helfen, konstruktiv. Und dann könnt ihr ja auch rationell und logisch drangehen. Dann bitte aber auch nicht sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist der größte Quatsch, das weiß derjenige ja auch. Man kann sich das nicht anordnen, habe ich ja schon mal gesagt. Man kann Gefühle und Emotionen nicht anordnen, das geht nicht. Das heißt, nicht sagen, mach dir keine Gedanken, mach dir die richtigen Gedanken. Und was die richtigen Gedanken sind, das ist ja die Kunst und das Schwierige, das rauszufinden. Das weiß der andere meistens ja selber nicht. Und das ist ein Prozess, dass man das herausfinden muss. Ne? So, das war mir wichtig, das mal zu erklären. Für alle, ja auch Leute, die Angehörige sind und sich das nicht erklären können, was ich vollkommen verstehen kann, weil es eben rationell keinen Sinn macht. Und manchmal machen auch die Umstände keinen Sinn, weil man ja auch vielleicht ein gutes Leben hat. Ja, vielleicht hat man, was weiß ich, ein Haus, Kinder, also so diese objektiven Beurteilungskriterien, wo jeder Mensch sagt, ja, das ist das Wunschleben, was auch immer das sieht bei jedem ja anders aus. Und man versteht es überhaupt gar nicht, dass man darunter leidet oder so. Aber man weiß ja nie, was beim anderen sich abspielt. Vielleicht, es gibt Leute, die entwickeln Panikattacken erst, wenn die Kinder kommen zum Beispiel, weil sie dann plötzlich die Verantwortung spüren für ein anderes Menschenleben, weil sich das Leben komplett auf den Kopf dreht. Der eine freut, das darf man auch nicht verurteilen, freut sich total darüber, der andere, der nächste auch, aber er hat Angst vor dieser Verantwortung so, ne? Und deswegen, da muss man offen damit umgehen, offen drüber reden, über diese Sachen. Und das Fatale ist, sich keine Gedanken zu machen. Leute, die noch nicht so weit in dem Prozess sind. Es gibt Menschen, die glauben das. Die glauben das erstmal. Die sagen, ja, ich darf mir nicht so viel Gedanken machen. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Denn man ignoriert seine Gefühle, man ignoriert sich seine Bedürfnisse, man setzt sich mit sich gar nicht auseinander, wo das herkommt. Das ist auch irgendwo menschlich, dass man sagt, ich möchte das nicht haben. Und es kann ja punktuell funktionieren erstmal, wenn ich mich ablenke und was auch immer mache. Ne? Ich habe halt gefeiert, gesoffen, kennt das alles, ne? Oder keine Ahnung, was gemacht. Jeder macht was in seiner Lebensphase. Ne? Und klar kann das helfen, dass man nicht daran denkt. Und vielleicht steigert man sich dann auch in Symptome nicht so rein oder macht nicht diese Symptomrecherche. So, das ging mir auch so, das Ganze. Das kann schon sein. Aber das ist doch keine nachhaltige Lösung. Im Gegenteil, das macht es ja noch schlimmer. Euer Auto in der Garage wartet und will in die Werkstatt. Und man weiß das. So, und wie lange will man davor wegrennen, um sich Gedanken zu machen, was man jetzt damit macht? Wie lange will man das betreiben? So, ne, solange man nicht ins Auto steigt, sieht man die Warnmeldung auch nicht. Und klar, und dann machen die Betroffenen sich keine Gedanken, lenken sich ab, setzen sich nicht mit sich auseinander, schränken sich immer mehr ein, weil sie Triggerpunkte vermeiden wollen, Situationen vermeiden wollen, wo sowas aufkommt, wo Panikattacken aufkommen, schlechte Gefühle aufkommen. Und dann schränkt man sich immer mehr ein und dann wird das zu seinem Leben. Ja, aber ihr wollt vielleicht ein Leben mit Auto, mit funktionierendem Auto. Wie jeder andere Mensch auch. So, aber dann muss man erstmal die Motorhaube aufmachen und alles auf den Kopf stellen. Überprüfen, Inspektion machen, innerliche Inventur betreiben. Vielleicht ist das Auto schon 15 Jahre alt und ihr habt es nicht einmal gemacht. So, und dann wusstet ihr gar nicht, dass euer Keilriemen schon, was weiß ich, kenne mich jetzt mit Autos nicht so gut aus. Aber ihr versteht das Prinzip dahinter, was ich damit sagen möchte. Ne? So, deswegen für alle Angehörigen der Satz, macht ihr keine Gedanken, ist total ignorant,
destruktiv und macht alles noch schlimmer. Bestenfalls kann man sagen, mach dir die richtigen Gedanken. Um sich die richtigen Gedanken zu machen, braucht man an eben eine Therapie. Ne? So meistens. Und so. Man kann versuchen, den anderen auch irgendwie zu helfen, empathisch zu sein, Fragen zu stellen, zuzuhören. Ja? Klar für ihn da sein eben. Und das wollen ja auch alle. Aber mir ging es auch oft so, dass wenn Leute mir sowas gesagt haben, kam ich mir oft so vor wie, ich will dein Problem jetzt nicht hören. Meistens meinen die Leute das vielleicht nicht so. Aber mir ist es oft so vorgekommen. Und wenn man das oft genug hört, auf der Arbeit, zu Hause, von wem auch immer, dann fühlt man, also ich habe mich oft so gefühlt, dass ich mir gedacht habe, ich würde so gern drüber reden irgendwie, aber irgendwie soll ich nicht drüber reden, weil ich soll mir gar keine Gedanken machen. Dann würde es mir schon besser gehen. Das hat alles noch schlimmer gemacht. Wobei ich jetzt den Leuten nicht die Schuld gebe, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Aber deswegen mache ich dieses Video, um das mal zu sagen. Ne? Das ist der falsche Ansatz. Und ja, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, ist unlogisch. Und ist anstrengend. Und man hat immer wieder dasselbe. Und immer wieder dasselbe. Und immer wieder dasselbe. Und am liebsten würde man sagen, brauchst du keine Angst zu haben. So, ich verstehe das. Ich verstehe das, aber es ist halt nochmal so. Ne? Das Ganze. Schwierig. Ja, ich kann nur sagen an die Leute, die das auch hören, denkt nicht, dass das euch hilft, auch wenn es punktuell vielleicht hilft. Und es erfolgt mich bis heute noch, denn auch mir passiert das natürlich heute noch, dass ich mich über Dinge aufrege. Man braucht deswegen nicht unbedingt eine Erkrankung. Aber das kennt jeder Mensch, dass er sich über Dinge aufregt, über einen Kollegen aufregt, über einen Chef aufregt, über den Nachbarn aufregt, Kind, Mutter, Tochter, keine Ahnung, über irgendjemanden furchtbar aufregt. So. Und dann geht man aus der Situation raus, ist noch total emotional aufgewühlt, das lässt einen nicht los. Und dann kennt ihr das bestimmt, ihr sitzt am Esstisch, ihr sitzt in der Küche, im Bad und die ganze Zeit geht euch noch das Gespräch im Kopf rum. Was hat die zu mir gesagt? Was hat der zu mir gesagt? Was denkt ihr über mich? Vielleicht sogar noch im Bett. Es gibt Menschen, die können nicht schlafen. So ging es mir auch oft, öfter mal. Und klar, kann man natürlich sagen, mach dir keine Gedanken. Und da ist es auch offensichtlich, dass man das auch selber abstellen will. Das kennt bestimmt jeder Mensch, der hat das selber schon mal gehabt. Oder ich denke, sehr viele Menschen kennen das jetzt. Ich bringe bewusst zum Beispiel, um zu sagen, man braucht keine Erkrankung dafür. Um so Mechanismen zu kennen. Da ist aber der konstruktive Gedanke, nicht zu sagen, was ein Arschloch das ist, was sage ich dem morgen. Oder vielleicht ist es auch wichtig, was ich dem morgen sage, je nach Thema, es kann ja sein. Ne? Und was weiß ich, das im Außen zu suchen, sondern der konstruktive Gedanke ist, und das ist jetzt auch der Bogen, den ich zum Glück wieder gefunden habe, zu sagen, was hat er in mir ausgelöst? Also welchen Punkt hat er getroffen? Welchen wunden Punkt hat er bei mir getroffen? In dem, was er gesagt hat, was er getan hat, wie er gehandelt hat. Ne? Wenn ich das, und das ist jetzt dieses Nachhaltige, von dem ich gesprochen habe, wenn ich das herausfinde, dieser wunde Punkt, also diesen Knopf gibt's bei mir, wenn man den drückt, dann bin ich verletzt. Dann schreie ich rum, dann rege ich mich auf, dann bin ich emotional betroffen. Und dann lässt mich das nicht los. Und dann herrscht in mir Stress. Und ich mache mir Gedanken. Und ich will das nicht. Wenn ihr so weit kommt, dass ihr diesen Punkt gefunden habt, dann könnt ihr in die Hände klatschen. Dann könnt ihr in die Hände klatschen, weil dann habt ihr ein Thema von euch gefunden. Ein Thema habt ihr gefunden, wo ihr ansetzen könnt. Und damit könnt ihr arbeiten. Vielleicht schafft ihr es selber, vielleicht muss ein Profi dran. Und dann sind es meistens alte Wunden, Prägungswunden, was auch immer. Ich habe immer gesagt bekommen, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und deswegen trage ich heute auch keine Kritik. Und nehme alles persönlich. Es war ja nicht mein Fehler. Ich kann es nicht ertragen, wenn jemand sagt, ich habe einen Fehler gemacht. So, obwohl es vielleicht gar nicht schlimm ist. Vielleicht ist das okay. Ne? Ich nehme das alles so gottverdammt persönlich, weil ich das nicht ertragen kann. So, das ist zum Beispiel ein Knopf. So, und da gilt es, diesen Knopf zu heilen. Und nicht zu sagen, ich mache mir keine Gedanken, obwohl ich wenn ich noch im Scheißhaus sitze, den am liebsten erwürgen würde, der das getan hat. Ne? So, solche Mechanismen.
Und deswegen sage ich, die richtigen Gedanken machen, den Knopf finden. Den Knopf heilen, den Knopf ausschalten, beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil ich mir keine mache, weil es den Knopf nicht gibt. Oder ich mit dem Knopf umgehen kann, besser umgehen kann, Strategien dagegen habe und dann diese Gefühle nicht da sind. Oder vielleicht nur sehr abgemildert da sind. Und dann kommen automatisch die Gedanken auch nicht. Und ich beschäftige mich nicht so viel damit, weil ich es schneller schaffe, von dem Ganzen mich zu lösen emotional. So, und deswegen nochmal zum Abschluss dieses Beispiel, damit jeder es nachvollziehen kann, auch die Angehörigen, ohne Angststörung, Panikattacken oder sonst irgendetwas, dass es nicht darum geht, in dem Moment, ich habe Angst, ich fürchte etwas, es kommt vielleicht die Attacke oder sowas, nicht darum geht, diesen Gedanken aus dem Kopf zu reißen, damit das alles gelöst, damit macht man alles noch schlimmer, weil es kommt fünffach, zehnfach oder es kommt ein Vielfaches schlimmer, es kommt aber auf jeden Fall zurück und die Gedanken kommen auch zurück, sondern es gilt, wie der Knopf, von dem ich gerade gesprochen habe, die innerliche Verletzung, diese Prägung, dieses Toxische, das zu finden, was ist das Thema, was hinten dran steckt, hinter der Panik, hinter der Angst. Das sind die konstruktiven Gedanken, die ihr euch machen sollt. Und das gilt es zu heilen. Und dann gehen die Ängste und dann kann man damit umgehen und dann kommt ein Prozess in Gange und das ist jetzt viel zu viel, um das hier in diesem Video zu erklären. Aber das ist der konstruktive Gedanke. So, war mir mal wichtig gewesen zu erklären. Rationelle Ebene, mach dir keine Gedanken, lass dich das nicht an dich so nah an dich herankommen. Und diese Gefühlsebene. Ne, die sich meldet. Wenn ich die ignoriere, wird die immer stärker. Immer stärker. Panikattacken werden intensiver. Und ich ignoriere die weiter. Ich soll mir ja keine Gedanken drüber machen. Und die kommen immer fester. Und irgendwann liege ich in der Notaufnahme. Habe ich mir vielleicht zu viel Gedanken wieder gemacht? Nein. Die kommen, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe. Das ist die Wahrheit. Macht euch Gedanken. Macht euch aber die richtigen Gedanken. Findet euer Thema. Findet eure wunden Punkte, eure falschen Glaubenssätze. Wenn ihr das nicht könnt, dann ist es völlig normal, es ist menschlich. Dann geht zu jemandem, der, mit dem ihr dran arbeiten könnt. Aber macht euch Gott bitte nicht keine Gedanken. Macht euch nur nicht die falschen Gedanken. Wenn ihr jetzt ein halbes Jahr Panikattacken habt und das Einzige, was ihr getan habt, ist zu googeln, dann ist das falsch. Weil es nicht konstruktiv ist und nicht auf den Weg bringt. Und Google kann euch gar nicht individuell beraten. Das geht ja nicht. Jede Angststörung, Depression ist individuell. Aus individuellen Gründen. Jeder hat eine individuelle Kindheit gehabt. Keine Kindheit war dieselbe. So. Und deswegen müsst ihr mit euch arbeiten. So, und jetzt bin ich hier öfters mehrfach abgeschweift. Und ich hoffe, ihr konntet aber den Zusammenhang irgendwie verstehen. Dieses Problem aus rationeller, logischen Ansätzen, die vollkommen berechtigt sind und die aus der Gefühlsebene, die immer Gründe haben und die man nicht logisch anordnend sagen kann, Ängste geht jetzt weg, ich will mir keine Gedanken über euch machen. Nee, die kommen dann wieder und noch viel stärker. Die Schlinge zieht sich zu. Und wenn ich mir lange genug keine Gedanken gemacht habe, dann bin ich irgendwann so weit, dass gar nichts mehr geht. So bin ich auch in den Burnout gekommen. Ich habe mir zu lange keine Gedanken gemacht. Einfach gesagt, ach scheißegal. Kann erzählen, was er will. Mir scheißegal. Wie oft habe ich mir sowas gesagt? Obwohl ich wusste in dem Moment, dass das Bullshit ist. Ich lüge mich selber an. Mir ist das nicht egal. Ich würde mir am liebsten, ich lebe in einem toxischen Umfeld, in einer Arbeitsstelle, die ich nicht so nicht haben möchte, in diesem Umgang, den ich so nicht haben möchte. Und ich habe nicht die richtigen Gedanken dazu gehabt, nicht die richtigen Maßnahmen getroffen, habe nicht richtig gehandelt. Und mir jeden Tag gesagt, ach, mir ist scheißegal, was der sagt. Und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, wusste ich, dass das völligste Selbstlüge ist, weil es mir nicht scheißegal ist. Das darf man natürlich auch nicht machen. Da muss man auf allen Ebenen ehrlich zu sich sein. Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte als Betroffener, aber auch jemand, der das nachvollziehen kann, diesen logischen Gedanken irgendwie verständlich machen und das übersetzen, was das für einen Betroffenen heißt,
ständig in dieser Angst zu leben und in dieser Sorge zu leben, vor der nächsten Attacke, vor der nächsten Angstsymptomatik. Und dass man keine logische Lösung dafür haben kann. Und vor allen Dingen auch keine angeordnete. Wenn ich anordne, hör auf, das zu fühlen, indem du das, ja, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich kann eine Zeit lang mir keine Gedanken machen, andere Gedanken machen, mich ablenken und das schön ignorieren. Dann gibt es augenscheinlich erstmal keine Probleme für das Außen. Ja. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, es kommt und meldet sich wieder. Man spannt den Bogen zurück und der Schlag in die Fresse ist dann umso stärker. So war es bei mir immer gewesen. Deswegen, auch wenn es vielleicht erstmal zu scheinen vermag, ist das destruktiv und nichts Nachhaltiges. Gut, meine Lieben, also geht gut miteinander um und ich hoffe, das Video hat ein bisschen dazu geholfen, Verständnis füreinander zu entwickeln und den richtigen Ansatz füreinander zu entwickeln. Ja, aber ich kam mir sehr oft missverstanden vor, genau durch diese Sätze, die alle immer gut gemeint sind, das weiß ich, aber ich kann sie nicht mehr hören. Vor allen Dingen, weil es Leute gibt, Betroffene, die das am Ende sogar glauben, wenn man das den ganzen Tag hört. Und arbeiten dann weiter gegen sich selber und denken, sie sind der Fehler. Sie sind sie machen jetzt auch noch falsch, dass sie sich Gedanken machen. Das ist auch noch falsch. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Sie sollen sich die Gedanken machen. Sie sollen das spüren, der Körper zeigt es ihnen ja. Mach dir endlich Gedanken, Gottverdammt. Du hast dir lange genug jetzt keine Gedanken gemacht, also machst du dir jetzt mal. Das sagt ja der Körper. So, wenn ich dann so ignorant vorgehe, ja, dann werde ich richtig flach liegen. Deswegen, macht euch Gedanken, macht euch die richtigen Gedanken, Leute. Und lasst euch das nicht sagen. Und ihr könnt es ja mal im Umfeld versuchen zu erklären, warum das so ist. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Und ich will jetzt nicht absolut springen. Macht's gut, meine Lieben. In Südhessen sagt man Gude. Bis zum nächsten Mal. Gude.